So, ja, für euch sind jetzt einige Stunden vergangen, für mich nur einige Augenblicke. Und wir haben, nee, ich hatte ja gestern gesagt, für euch gestern, ne, für mich vorhin, ne, für euch gestern und so, ja, dass wir heute uns der Alchemie widmen. So, und das werden wir dann auch gleich machen. Also bis gleich. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu StreetEggers Let's Play Mission Alternate, wieder hier. Und ja, nee, falsche Taste. Ich wollte eigentlich E drücken. Genau, damit ich meinen Helm wieder aufziehen kann. Ja, das muss ja so sein. Gut. Alchemie. Ja, was ist denn das? Ja, das ist irgendwie so ein komischer Brauchstand mit ganz komischen Inkredenzien. Also irgendwelches Zeug. Und dafür brauchen wir den erst einmal den Alchemic Chemistry Set. Oder das Alchemic Chemistry Set. Brauchen wir Obsidian und Brauchstand. Ja, Brauchstand habe ich ja schon in der Hand. Plus den komischen Orb, den habe ich jetzt nicht dabei. Muss ich wieder hoch? Ich bin jetzt mal geizig, ne? So. Ja, der Fahrstuhl, der ist geil. Da müssen bloß noch ein paar Speed-Upgrades sein. So, Obsidian. Habe ich das noch da? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste mal gucken, ob ich da noch Obsidian. Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Macht aber nichts. Wir können uns ja Obsidian holen. So, zwei Stück brauchen wir. Request, Dankeschön. So, dann kommt erst einmal der Brauchstand hier hin. So, dann brauchen wir diesen Weak Blood Orb. Der kommt dahin und hier dann die zwei Block of Smoky Quartz. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. So, die kommt da rein. Ah, guck mal hier. Obsidian, genau. Das wollte ich. Zack. Wow. Ich dachte, der wird sich jetzt irgendwie auflösen, aber nee. Gut, dann wieder da rein. Ja, gut. Jetzt haben wir hier den Alchemic Alchemic Chemistry Set. Gut. Den setze ich jetzt erstmal hier hin. Ja, Form schön. Alter, der hat 5 Slots. Krass. Ja, klar. Braucht er ja. So. Wenn wir jetzt hier reingucken, haben wir hier, wie gesagt, schon gesehen, 5 Slots. Wo dann Inkredenzien reinkommen und in der Mitte kommt dann das raus, was wir uns mehr oder weniger zusammen basteln. So. Hier neben an der Seite seht ihr ja, da kommt ein Orb rein. Und je nachdem, was ihr da für ein Rezept braucht, ja, nee, was für ein Rezept ihr braut, so rum, nicht braucht, braut, ohne CH, braucht ihr auch verschiedene Orbs. So, ich wollte jetzt erst einmal gucken, ich brauche Simple Catalyst. Simple Catalyst, da, nee, das ist der Concentrated, das ist der Strenge. Der Strenge, ja, okay, gut. Potion Flask, wo ist denn der Simple? Wo ist der Simple? Gibt's den überhaupt nicht? Press Shift for Recipe. Simple Catalyst, Simple Catalyst. Ja, doch, ein Simple gibt's doch. Potion Flask? Nee. Wo ist. Hä? Ich bin gerade ein bisschen blind, glaube ich, hä? Bist du das? Nee. Aber das müsste auch so eine Flasche sein. Ey, ich bin echt blind. Ich bin echt blind. Ich gucke jetzt immer noch. Nö. Sehe es nicht. Simple. Ach, ja, genau. MS Simple. Simple. Ah, da ist er doch. Ah, so sieht er aus, okay. So. Ein Zucker, zwei Redstone, ein Gunpowder, ein Glowstone und einen Weak Blood Orb. Okay, gut, das kriegen wir hin. So, haben wir hier nichts. Okay. Dann brauchen wir Zucker. Sugar. Sugar. So, wie viel habe ich mir gedacht, brauche ich, warte mal, 3, 4, 5, 6. 6 Stück, okay. Brauchen wir erstmal 6 Zucker. Dann Gunpowder, 6 Stück. Boah, 16k haben wir, das ist ja der Hammer. Was war das noch? Ah, Glowstone, genau. Glowstone, Staub. Und auch darauf achten, dass ihr nicht hier den von Chisel nimmt, ne? Das wäre dann fatal. So, jetzt brauchen wir noch Redstone. Redstone. So, 12 Stück. Request, danke. Danke. So, gut. Sugar haben wir. Okay. Den hatte ich anscheinend noch übrig. Den kann ich ja mal da reinpacken. Obsidian, der geht's. Wo habe ich denn die her? Keine Ahnung. So, 21. Okay. Keine Ahnung. Also wir haben jetzt hier das da, das da, das da und das da. Ja, genau. Jetzt brauchen wir bloß noch den Weak Blood Orb.
So. Wenn ich jetzt die Ingredienzien hier reinwerfe. So, zack. Nee, du nicht. Du kommst da nicht rein. Warte mal. Nee, das kommt erstmal dahin und das dahin. So rum. Erstmal aufteilen. So. Jetzt passiert erstmal nichts. Ne? Jetzt können wir nochmal gucken. Wir haben hier unser Sigil of Holding. Wir haben jetzt 10.000 LP drin. Warte mal. Ich nehme mal den Orb da raus. Ich nehme mal den Orb da raus. Da haben wir immer noch 10.000. Gut. Der kommt jetzt erstmal weg. So. Jetzt können wir ja mal gucken. Ah, komm, machen wir gleich alles. So, zack. Der fängt jetzt an, schöne Blubbelbläschen zu machen, genauso wie der Altar. Und verbraucht dabei Life Points. Ne, ihr seht schon. Ja, er verbraucht ein paar. Aber das ist nicht so schlimm. Dafür braucht ihr sonst nichts anderes. Oh, guck mal hier, wir haben schon zwei Simple Catalyst. Dann können wir ja mal gucken, wie viel er braucht, um 6 Simple Catalyst herzustellen. Und hier seht ihr dann auch die Inkredenzien, wie sie schön rumschweben. Sieht man die auch, wenn die nur einzeln sind. Ah, guck mal hier. Cool. Also es gibt auch eine Mehrfachansicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Simple Catalyst. Cool. Ah, wie viel haben wir jetzt verbraucht? 1200. Sehe ich das richtig? Ja, genau. 1200 für 6 Stück. Durch 6, das wären dann 200. Also 200 pro Simple, 200 LP pro Simple Catalyst. Passt ja. Das ist ja, pff, ist ja nix. Ist ja nix. So, jetzt brauchen wir nochmal. Warte mal. Brauchen wir nochmal ein bisschen Zeug. Und zwar Glowstone. Das brauchen wir 6 Stück. 6 Stück. Okay. Nennt man das schon mal. Dann brauchen wir, ja, genau. Gold. Waren das jetzt Nuggets oder? Ich weiß es gar nicht. Moment. Schauen wir doch mal hier in die Modliste rein. Lot Magic. Jetzt müsste ich bloß noch wissen. Ja, hier, genau. Sanctus möchte ich jetzt herstellen. Ja, genau. Da haben wir doch das Rezept. Gold Nuggets sind es tatsächlich. Okay. Dann brauchen wir Gold Nuggets. Davon. Nee. Nur 3. Request. Dann. Glas war das noch. Auch 3. Und dann eben noch 3 von diesen Simple Catalyst. So. Nennt man die schon mal. Ein Goldnugget. Warum nur 1? Ach, guck mal hier, da kommt das zweite. Kommt vielleicht auch noch das dritte. Da haben wir das Glas. Ach, guck mal hier, da ist das dritte schon. Gut. So. Hallo? Nee, das wollte ich so nicht. Zack, genau. So, wie werden die jetzt angeordnet? Zeig mal her. Okay, da Glowstone, da Goldnugget und dann. Ja, gut, das passt. So, du da rein, dann du da rein, du da rein und dann einmal das hier und einmal das hier. Sehr schön. Und jetzt? Tut sich nichts, okay? Weil ich brauche einen anderen Orb. Und zwar hier den Apprin. Okay, also mindestens. Ah, okay. Kann ich auch noch Master nehmen, cool. So, und jetzt? Ja, jetzt wird doch was raus. Cool. Gefällt mir richtig gut, das Ding. So, mit diesem Ding kann man ja natürlich nicht nur jetzt hier Zeug herstellen, wie Average Lengthing, Catalyst und so weiter und so fort. Oder hier Crepitos und Rustalos und, ne, das nicht, aber Greater Lengthening Catalyst und so weiter und so fort. Sondern auch verschiedene Braue, Tränke, wie man sie auch aus Minecraft kennt. Also hier, Schnelligkeit und Mining Speed und was weiß ich was alles. Warte mal, was brauchen wir jetzt noch? Sondern damit kann man dann auch verbesserte Tränke herstellen. Zum Beispiel, dass man irgendwelche Dinger kombiniert. Na? So, 2 Federn brauchen wir noch. Brauchen wir 2? Tatsache. 2 Federn. Dann schon wieder Glowstone Dust. Alter, das ist wirklich Glowstone Dust lastig. Aber nur 1. Dann brauchen wir noch eine. Oh, eine Gasträne. Haben wir bloß 21. Das ist ja. Gut, und dann, ja, wieder auch ein Simple Catalyst. Also der Simple Catalyst, der ist, warte mal, Ether. Wie sieht denn das aus? Standard-Binding. Virtus, Reductus, Potentia, Orbus, Presidium. Ja, ganz toll.
Den Namen hätten sie sich auch sparen können. Naja. Aquasalus, ne? Kryptopterpapa. Oh, wie halt. Aether. Ah, guck mal hier. Okay. Also hier, zwei Federn, Glowstone, Simple Catalyst und Gastrainer. Also der Simple Catalyst, ihr merkt schon, das ist so ein Ding. Das braucht man immer wieder. Das braucht man immer, immer wieder. So, Aether, cool. Haben wir den auch schon. Dann, was hatte ich noch gedacht? Achso, irgendwas, was ich auch nicht aussprechen kann. Terrae. Terrae und Orbus Terrae. Ne, ich glaube den. Ja, den brauche ich, genau. Zwei Obsidian, ein Sand, ein Dirt. Sand, Dirt haben wir ja schon mal, cool. So, Sand, eins. Zwei Cobblestone, zwei Obsidian noch. Gut. Hätten wir das dann auch schon mal. So, dann kommt jetzt hier noch einer rein, dann, den habe ich da gesehen. Und dann müssen wir jetzt bloß noch auf den Sand warten und dann natürlich noch auf den Obsidian. Cool. So, zack, Wahnsinn. Warum mache ich denn eigentlich den ganzen Mist? Werdet ihr auch in der nächsten Folge dann sehen. So, wir haben jetzt Inkredenzien, drei Sanctus, ein Aether oder Aether, keine Ahnung. Das sind die Rezepte, genau, die könnt ihr dann auch nochmal mit Shift sehen, ne? Und ein Terrae, achso, ich brauche noch was. Hier, Mensch, sag's doch mal. Tenebrae, keine Ahnung. Tenebrae. Coal, Obsidian, Clay. Boah, das dürfte eigentlich auch ziemlich einfach sein, ne? Zwei Coal. Coal, was war das jetzt nochmal? Coal, Obsidian, Clay, genau. Clay. Oh, okay. Ich dachte, ich hätte zu wenig. Und dann auch nochmal Obsidian. Einen. Dankeschön. So, dann war das einmal, ja. Ja, genau. Hm, doch, passt. Hallo? Zurück. Danke. Zack, zack. Da, der hin, dann der hin. Und wo ist der Clay? Der Clay ist noch nicht da. Aber angefordert habe ich ihn, oder? Warte mal. Clay, ja. Angefordert habe ich ihn. Ah, da ist er doch. Schön. So, was macht er jetzt? Achso, ja, hier das komische Tenebrae. Klingt gut, ne? Tenebrae. Tenebrae. Das könnte jetzt mein Lieblingswort werden. Nee, bloß nicht. Gottes Willen. So, das tue ich jetzt erstmal hier rein. Also hier drei Sanctus, ein Aether, ein Terrae und ein Tenebrae. So. Aber ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit hier rumstehen und hier dann das Zeug manuell einfüllen müssen. Oh, furchtbar der Kerl. So, nee, ich möchte natürlich auch, guck mal da, Ritualstein. Bloodwoon, Ritualsteine brauche ich noch. 16 Stück hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, genau, 16 Stück. Und zwei Kisten, ey, krass, zwei Kisten noch. Oh, dann brauchen wir bloß noch einen, Altar. Und zwar so ein Blutaltar. Alter, Roman Furnace? Echt? Ich habe das Ding schon lange nicht mehr gecraftet. Gut, dann brauchen wir erst einmal 8 Cobblestone. Dann brauchen wir dazu noch 4 Stone. Okay. Ja, 4 Stone, genau. 2 Gold und einen Diamanten. Sehr schön. Ah, hier kommen schon mal die Cobblestone angewackelt. Können wir ja schon mal zum Furnace machen. So, 1, 2, 3 und 4. Jetzt warte ich noch auf das Gold. Ja, sehr schön. Und der Diamant ist auch schon da. Sehr gut. Zack, einen Alter. Sowas. So, wo knallen wir das Ding hin? Das hätte ich schon gern da hinten hingesetzt. Naja, egal. So, kann ich dich? Ja, kann ich. Ach, guck mal hier mit Blood Orb. Okay. Ich glaube, du musst weichen. Obwohl. Der bleibt jetzt eh nur temporär hier stehen. Und zwar hier den. Ja, den setze ich jetzt mal da, erstmal dahin. So, da gibt es ein schönes Ritual. Wenn ich jetzt natürlich noch meinen
Wo habe ich denn den jetzt schon wieder? Bei Tools? Tools. Tools, Tools, Tools. Wo bist denn du? Nee. Da bist du nicht drin, anscheinend. Halt. Dann nochmal reingucken. Ach doch, da ist er doch. Mensch. So, ein schönes Ritual gibt's da. Im Moment haben wir das Well of Suffering drin. Warte, müssen wir mal gucken. Nee. Ja, genau. Ballad of Alchemy. So, ich habe 16 Steine im Inventar. Die werden jetzt gleich mal verschwinden. So. Fertig. Dann brauchen wir noch dieses komische Ding zum Aktivieren. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. So, der kann erstmal weg. Hier. Week of Activation Crystal. Dumm. So. Zack. Sauber. So, jetzt kommt der Altar hier oben drauf. Dann sind das wirklich nur zwei Kisten? Ja, okay, gut. Dann kommt hier eine hin. Und hier eine. Und dann setzen wir den dahin. So. Das Schöne an dem Ritual ist jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwas reinlege, ja? Nehmen wir mal an, was ich jetzt nicht dabei habe. Mist! Nehmen wir mal an, ich möchte... Oh, ich möchte... Achso, Simple Catalyst habe ich jetzt gar nicht mehr, ne? Super. Ja, okay, gut. Was brauchen wir nochmal für den Simple Catalyst? Simple Catalyst, genau. Zucker, Redstone, Gunpowder und Glowstone. Okay, dann nehmen wir uns gleich mal so einen Schwung mit. Glow. Ne, nicht Glove. Glow. Oh, 58 haben wir noch. Das ist ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig. Naja, okay. Nehmen wir mal alles mit. 58, gut. Dann brauchen wir noch Gunpowder. Ja, komm. Ist wurscht. Dann Redstone. Warte mal, machen wir das dann so. Machen wir mal zwei Stacks da draus. Weil die brauchen wir eh. Und dann nochmal Sugar. Sugar. Diesmal aber richtig. S-U-G-A. Danke. So, zwei. Ja, passt. Boah, Nase juckt. Wie Bolle. So, dann können wir nämlich das Zeug, was wir jetzt da gleich bekommen, in die Kiste reinlegen. Ich brauche aber nochmal ein so ein Ding. Warte mal, das war ein Glowstone. Ein Gunpowder. Was war das noch? Schon wieder vergessen. Achso, guck mal hier. Das kommt auch dahin. Ein Zucker. Was? Hä? Bricht er das zwischendrin ab oder? Keine Ahnung. Sehr lustig. Habe ich da hinten noch Redstone gehabt? Ich glaube nicht, ne? Das dauert immer so ewig, bis das Zeug da ist. Ich glaube, ich muss mal den Hopper da wegmachen. So, ach komm, das Zeug können wir dann auch mal hier reinpacken. Das da. Kommt das auch noch. Das auch noch. Das auch noch. Und das, ja komm, das ist ein bisschen langweilig. So, jetzt warte ich noch, bis ich den Redstone habe. Den kann ich mal da reinpacken. Wobei, nee, da reicht auch der. So. Aber so Master Blood Orb werde ich mir auf jeden Fall nochmal craften. Warte mal, wie ging denn nochmal Rezept? Weak Blood Shard, okay. Ja gut, das können wir eigentlich auch gleich machen. Eigentlich auch gleich. Hm, ja. So, eine. Danke. Dann könnten wir den nämlich da einfach mal drin lassen. So. Ach. Danke. So, zack. Ach, guck mal hier, jetzt kommt schon der Redstone. Cool. Wie lange brauchst denn du eigentlich? Ich hoffe nicht so lang. Boah. Ach, warum muss denn der das immer da reinwerfen? Ich habe keine Ahnung. Nur jetzt warte ich noch, bis der Dings da fertig ist. Komm schon. Ja, nicht, dass mir jetzt der Altar leer läuft. Hallo? Nee. Ach, guck mal hier, da ist er doch schon. Da ist er doch schon. So, zack. Also haben wir zwei Stück. Ich muss den jetzt bloß mal an mich binden. Oder muss ich? Muss ich nicht, ne? Der ist gebunden. Na, okay, komm.
Einmal. Damit er gebunden ist. So, den packen wir dann. Ja, komm, den packen wir dann da rein. Und dann hier nochmal so ein Ding. Dann sollte er. Ja, macht er. Sehr schön. Dann sollte er das auch herstellen können. Na, komm. Danke. Simple Catalyst. Bäh. So, jetzt schmeiße ich das ganze Zeug, was ich jetzt angefordert habe, wieder hier rein. Kann dem jetzt sagen, okay, du sollst mir Simple Catalyst herstellen. Dann legt er das automatisch hier rein. Ihr seht schon, ne? Er zieht jetzt automatisch alles raus, was da in der Kiste ist, legt es hier rein. Und legt dann das fertige Zeug hier rein. Da, Simple Catalyst. Sauber. Natürlich läuft es dann auch über das Netzwerk, über das Blutnetzwerk. Und ihr seht auch schon, ne? Er verbraucht ein bisschen. Er verbraucht ein bisschen mehr, als wenn man das jetzt normal machen würde. Also jetzt hier alles reinlegen und so. Aber hier, wir haben hier einen Altar stehen mit, ne, und so. Und hast nicht gesehen? Und wenn ich da jetzt meinen anderen Orb wieder reinlege, dann ist der auch, da ist er, ja, genau. Dann ist mein Netzwerk auch gleich wieder voll, ne? So ist es ja nicht. Ja, seht ihr? Also, der verbraucht nicht mehr, als wir dann nehmen könnten. So. Damit der Altar sich auch wieder füllt. Gut. Ja, sauber. So haben wir dann das Zeug dann automatisiert. Kriegen dann hier unsere Dinger hin. Und genau das Ding möchte ich dann auch da vorne in dem Gebäude, was dann demnächst erscheinen wird, hinknallen. Wo dann eventuell, ja, vielleicht noch ein zweites oder ein drittes, ich weiß es nicht genau, wo dann noch die Rituale, die jetzt da hinten stehen, auch noch hinkommen. Also, danke. Dass sie auch noch da hinten hinkommen, ne? Das Unbinding und Binding. Und dann eventuell noch andere Rituale, die mir gerade noch so einfallen. Mal gucken. So, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und was wir dann mit diesem Zeug hier anfangen, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ne? So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, gehabt euch wohl und wir sehen uns dann morgen wieder in aller Frische. Tschüss!